Statt als zweites. Da wird wahrscheinlich die rechte als zweites geschlagen, dann die linke als drittes und die rechte nochmal zum Abschluss. Die mittlere Glocke leuchten. Du schläfst die Glocke an und als sie in die andere Richtung schwingt, schlägt der Knöppel einen tiefen, mächtigen Ton gegen das schwere Eisen. Du spürst das Läuten in deiner Brust, während sich der Schall wie eine Welle durch die ruinierte Halle ausbreitet. Die rechte kleinere Glocke. Die Glocke läutet seltsam trennert und wird schmerzhaft schrill und verhallt dann mit einem traurigen Ton. So, dann die linke. Das fröhliche Läuten der Glocke schallt abermals durch die Ruinen. Und dann nochmal die rechte. Die Glocke läutet seltsam trällernd, wird schmerzhaft schrill und verhallt dann mit einem traurigen Ton. Eine seltsame Stille bricht über den Raum herein, die den Glockenklang und das ewige Tropfen der klammen Steine gleichermaßen verstummen lässt. Dann aber läuten die Glocken plötzlich so disharmonisch laut und durchdringend los, dass du dir die Ohren zuhalten musst. Darauf folgt abermals Stille. Nein, das war dann nicht die richtige Reihenfolge. Dann mache ich so, wie es gesagt wurde. Rechte Glocke, große Glocke, linke Glocke, rechte Glocke. Alle drei Glocken läuten leise und melodisch, bevor sie ihre disharmonische Stimme zu einem mächtigen, aufbrausenden Geräusch erheben, das den gesamten Tempel zu erfüllen scheint. Eine treibende Liedflut, die alle anderen Gedanken ertränkt. Das Läuten verhallt, kannst du aus der Richtung der Türen ein quietschendes Geräusch hören, als sich der Weg zur unteren Ebene öffnet. Okay, dann war das von der Retrix einfach nur Missinformation. So, dann gehen wir mal nach unten und machen da mal einen Quicksave zwischendurch mal. Weil jetzt kommt der schwierige Teil des Tempels. Der Tempel ist übrigens unser erster richtiger Dungeon. Not a sound. You know, it's strange looking back. All the time I spent here growing up. Never seeing what was coming. Zurückblicken fühlt sich komisch an. All die Zeit, die ich in meiner Jugend hier verbrachte, ohne das Kommende zu sehen. Sagt Idea. Not a sound. Okay, hier ist eine Tür und hier ist eine Tür. Und ja, wie ich sagte, Schatten hauen gut Schaden. Margrin's fire casts light in dark places. So. Schutzumhang für Kanna. Ein Feuerfächer für Alof. So. Not sure how I feel about this. Hope that helps. Ein guter Panzerbrecher. Auch nicht schlecht. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Okay, der Raum hier ist voll.
Interesting. Okay, hier brauchen wir mal ein paar Buffs. Ich heil mich mal. Hey. I'd be glad to. So. Hope that helps. Hier war was Gutes drin, oder? Wille plus 9. Kein Licht. Oh ja, jetzt kommt das Phantom. Phantome sind böse. Man sieht mal daran, wie viel Schaden sie hauen. Achso, kann ich im Gefecht? Wir sind noch im Fight. Kupferstücke und andere schöne Sachen. Let's see what lies this way. Mhm. Not a sound. So, noch ein junger Schatten. Okay, hier sind auch nur junge Schatten. So. Unter den Füßen hörst du ein mahlendes Geräusch und das Hereinschießen vom Wasser. Ja, man sieht, hat auch schön gesehen, wie hier das Wasser abgelassen wurde. Damit wir jetzt hier runter können. Okay, dass die eine Schlacke da Alof angreift. Hi. Ist jetzt nicht so gut. So. At once. Dieser große Silberschlüssel fängt das Licht auf merkwürdige Weise ein und scheint zu leuchten. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall für eine Tür. Ja, mit diese Tür da. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Hinunter in die Dunkelheit. I'm here. Okay, das sind wieder recht viele. Deswegen mach du uns mal das hier. Yes.
kann er. Steht nah genug, um dir ein bisschen zu blitzdingsen. Your tail ends here. Noch ein Flammenfächer für Alof. Gucken wir uns nun Dietriche. Iotas Gebet, iotasische Gebete. Geld, Gambason, und was ist das? Dieser Brief ist größtenteils intakt, obwohl das Pergament selbst zerknittert wurde. Gestjev weiß, dass die Bäder im Tempel großartige Heilungseigenschaften haben und dass sie deinen Rücken noch immer Schmerzen bereitet. Solltest du dich aber weiterhin den größten Teil des Tages verwöhnen lassen, so möchte ich dich doch bitten, deinen Schlüssel zum Allerheiligsten jemand anderem zur Aufbewahrung zu geben. Wir waren jetzt nicht zum ersten Mal dazu gezwungen, auf die Durchführung der täglichen Riten zu warten, und Rectrix Umbrica ist oft zu weit unten, um unser Klopfen zu hören. Also ja, dadurch erfahren wir, dass der Schlüssel zum Heiligtum da oben, da unten im Wasser rumliegt. Aber bevor wir ins Heiligtum gehen, gucken wir uns erstmal hier oben weiter um und machen mal zwischendurch wieder ein Quicksave. Hey. Hey. Das Phantom ist das Hauptproblem gerade. Das macht nämlich übelsten Schaden, das Teil. Lava will be on seek. Yes? Your tail ends here. So. I'd be glad to. Vergebung liegt nicht in unserer Natur. Jene, die nach Erlösung streben, haben einen langen, verschlungenen Weg vor sich. Ein Weg, der uns bis ganz nach unten in die tiefsten Gefilde unserer Seele führt und uns auffordert, über die zerbrochenen Aspekte unseren Selbst nachzudenken. And what does the flame reveal? Ein paar Edelsteinchen. Nein, noch nicht rasten. Wobei, wir könnten mittlerweile mal rasten. Ja, rasten wir mal. Du erwachst von dem Gefühl, geschüttelt zu werden. Als du die Augen öffnest, siehst du der über dir stehen. Er rüttelt mit seiner Hand an deiner Schulter. Er sieht besorgt aus. Deine Augen sind schwer und du siehst verschwommen. Das vage Unwohlsein von Albträumen, an die du dich erinnern kannst, vernebeln deine Gedanken. Du weißt nicht, ob du in der vergangenen Nacht überhaupt geschlafen hast. Hey! You're awake? Good. You were kind of thrashing around, eyes rolled back in your head. You were shaking. Trying to snap you out of it for a long time now. Thought I was gonna have to get a bucket of cold water. Hey, du bist wach, gut, er atmet aus. Du hast dich herumgeworfen, hast deine Augen nach hinten gerollt und du hast gezuckt. Ich versuche seit einer Weile, dich aufzuwecken. Ich dachte schon, ich müsste einen Eimer kaltes Wasser holen. You don't seem like you get much rest at night. You got those dark circles under your eyes. Du scheinst nachts nur wenig Schlaf zu finden. Du hast dunkle Ringe unter den Augen. In letzter Zeit nichts. Nachts kommen Träume und flüsternde Stimmen. Dann ist das diese Wächtersache. Man braucht wohl einfach etwas Zeit, um sich anzupassen. Seine Nächten ist das eines Mannes, der von seinen eigenen Worten überzeugt ist. Ich werde versuchen, Geduld zu haben, bis es sich mal alleine legt, aber beim nächsten Mal wachst du lieber etwas schneller auf. Vertrau mir, da einmal Wasser wäre keine Freude. So, wir haben aufgeschlossen. I shall be discreet. Und ja, Idea ist immer so nett zu uns.
Ja, du ins kannst du ruhig hauen. Nice and quiet.